Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Elemente des systemischen Situationsmodells miteinander verknüpfen. In einem komplexen System agieren die meisten Elemente nicht isoliert, sondern stehen in Wechselbeziehungen zueinander, die überhaupt erst zum Funktionieren des Systems führen. In diesem Arbeitsschritt können Sie die Verbindungen zwischen den verschiedenen Elementen in dem betrachteten System identifizieren. Die Verbindungen können zwischen Elementen der gleichen Kategorie oder zwischen benachbarten Kategorien bestehen. Manchmal ergeben sich über diese Verbindungen Rückkopplungsschleifen. Das bedeutet, dass Elemente in einem System von anderen beeinflusst werden, die sie selbst beeinflussen. Dies kann zur Selbstverstärkung von Prozessen, zu sogenannten positiven Rückkopplungen oder zur Selbstkontrolle, also negativen Rückkopplungen, führen. Um eine neue Verbindung zwischen den Elementen zu erstellen, wählen Sie auf der linken Spalte zunächst die Elementkategorie aus, zu der das Element gehört, von dem die Verbindung ausgeht. Danach wählen Sie auf der rechten Spalte die Elementkategorie des beeinflussten Elements aus. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine neue Verbindung zu erstellen. Im ersten Menü werden Ihnen alle Elemente der ausgewählten Kategorie angezeigt. Im zweiten Menü haben Sie die Möglichkeit, die Stärke der Beziehung bzw. Wirkung nach den folgenden Optionen festzulegen: sehr schwach, schwach, stark oder sehr stark. Sie können Beziehungen auch als unsicher markieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sie überhaupt besteht. Sie haben die Möglichkeit, die Verbindungen zu bearbeiten oder zu löschen. Die Verbindungen werden automatisch von der Software ins systemische Situationsmodell übertragen. Die Berechnung der systemischen Aktivität erfolgt ebenfalls automatisch. Die systemische Aktivität wird berechnet, indem zunächst für jedes Element die Anzahl der ein- und ausgehenden Verbindungen gezählt wird. Danach wird die Aktivität jedes Elements entsprechend der Anzahl der beeinflussten Elemente berechnet. Aus diesen beiden Werten wird die gesamte systemische Aktivität des Elements errechnet. Die systemische Aktivität wird auch bei der Berechnung der strategischen Relevanz mit einbezogen, die wir im nächsten Videotutorial behandeln werden.